So, und jetzt wollte ich nochmal über die Belohnung sprechen. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, jedes Mal, wenn Sie 1 bis 3 Kilogramm pro Monat nur durch Entgiften abgenommen haben, sollten Sie sich für Ihren Erfolg belohnen. Am besten mit Dingen, die Ihnen auch ein ganz neues Körpergefühl geben. Zum Beispiel Panzerfahren, Bodyflying, Floating oder Hot Chocolate Massage. Da gibt es übrigens noch sehr viel mehr. Irgendwas, was Ihrem Körper gut tut und wo Sie mit dem Körper wieder richtig in Kontakt treten. Also kann auch was Anstrengendes sein, kann auch was Entspannendes sein. Und da gibt es eine Webseite, den Link habe ich eingeblendet. Jetzt muss ich mal ein bisschen näher ranzoomen. Ich hoffe, Sie sehen den Link. Wenn nicht, lassen Sie es mich wissen. Und zwar ist es eine Webseite, die ich entdeckt habe. Davon gibt es wahrscheinlich noch mehrere im Internet. Und die heißt mydays.de. Also meinetage.de, mydays.de. Und da gibt es diese Wahnsinnsgeschichten. Also wie gesagt, für jemand, der super frustriert ist, auch Mädchen und natürlich Männer, Panzer fahren. Okay, weil wie gesagt, das ist anstrengender, als Sie denken. Da muss man wirklich den ganzen Körper einsetzen. Macht aber Spaß. Und dann gibt es sowas wie Bodyflying. Ich glaube, das muss ich noch mal erklären. Das ist zum Beispiel, dass Sie, egal wie schwer Sie sind, Sie kriegen einen Anzug an, irgendwie sehen dann aus wie so ein Michelin-Männchen und können schwerelos im Windkanal schweben. Also das ist ein super Erlebnis, vor allem wenn man so viel auf die Waage bringt wie ich. Dann gibt's noch Floating. Floating ist, da liegen Sie in einer warmen Salzwasser, in einem warmen Salzwasser, in einem kleinen Pool und können da auch nicht untergehen, können sich einfach auf den Rücken legen und sich entspannen. Also sie frieren dann nicht und sie gehen nicht unter. Es ist ein wunderbares Gefühl, so einfach mal schwerelos zu sein und diese ganze Last von den überflüssigen Pfunden und Kilos mal nicht zu spüren. Und wie gesagt, dann gibt's noch heiße Schokolademassage, Hot Chocolate Massage. War nicht ganz mein Ding, weil es pappt und klebt. Das mag ich nicht so gerne. Also ich habe mir dann diese Hot Stone Massage geben lassen und auch mal eine Fußmassage und Gesichtsmassage, eine Peelingmassage. Und was ich super toll fand, ist etwas, das heißt Wasser Shihatsu. Also das heißt, Sie werden von einem, kriegt man dort, an bei dieser Webseite kann man das buchen, ist bestimmt auch irgendwo in Ihrer Nähe. Wasser Shihatsu ist, Sie werden sozusagen wie von einem Schwimmlehrer von hinten in einem Pool unter die Arme gegriffen, der hebt sie also über die Wasseroberfläche und sie können die Augen schließen und er schwenkt sie im Wasser, bewegt sie, dass das Wasser sie alleine massiert, er macht ein bisschen Shihatsu, das heißt Druckmassage, indem er ganz einfach Punkte an ihrem Körper berührt und das war ein himmlisches Erlebnis für mich. Ich kam raus und war wie neugeboren, ich kann das nur empfehlen. Auf dieser Webseite gibt es natürlich auch ganz freche Sachen, sind natürlich nicht für jeden. Es gibt auch Pole Dance Kurse, also Sie kennen das schon, etwas anrüchig. Früher hat man das gesehen oder heute noch in so Stripclubs, da gibt es also so eine Stange und da tanzen dann die Frauen zur Musik. Und es gibt Pole-Dance-Kurse, da müssen Sie sich nicht entkleiden. Sie lernen nur, an dieser Stange Ihren Körper zu korrigieren, aufzurichten und schön zu bewegen zur Musik. Und ich sag Ihnen, das ist nicht viel anders als Ballett, nur ist es vielleicht nicht ganz so starr. Ballett ist ja relativ starr. Während beim Pole-Dance dürfen Sie sehr kreativ sein und Sie werden ein besseres Gleichgewicht bekommen und es macht riesig viel Spaß, das zu machen. Und es ist eine ganz schöne Fitnessübung. Also Sie werden Ihren Körper spüren. Wenn Sie das richtig machen, werden Sie auch einen leichten Muskelkater haben. Aber auf jeden Fall sieht toll aus, macht wahnsinnig Spaß und ist super toll für den Body. Also wie gesagt, gucken Sie einfach mal rein, vielleicht finden Sie ja was. Und wenn Ihnen das alles zu teuer ist, es kostet wie gesagt so zwischen 20, 30 bis 100 Euro, dann gibt's mit Sicherheit auch andere Sachen, die Ihnen einfallen, womit Sie sich belohnen können, wenn Sie einen Abnehmerfolg hatten. Aber Sie sollten es auf jeden Fall tun. Okay, nicht vergessen, seien Sie nett zu sich. So, und jetzt habe ich noch einen Tipp. Machen Sie diese Entgiftungskur doch einfach zusammen mit einer Freundin oder einem Freund. Das macht nämlich nicht nur mehr Spaß, es klappt auch wirklich besser, wenn Sie sich mit jemand anderen austauschen und beraten können. Und sich natürlich auf die Finger gucken und zusammen lachen. Weil der andere schon wieder irgendwas
angefasst hat, ohne dass ihm das bewusst war. Irgendwas aus Plastik oder aus Kunststoff. Es macht einfach mehr Spaß. Und sollten Sie selbst zwar keine oder nur geringe Gewichtsprobleme haben, aber jemanden kennen, der wirklich mit seinem Übergewicht kämpft und bei dem es einfach nicht richtig klappt, abzunehmen, dann empfehlen Sie diese Methode durch Entgiften bitte weiter. Denn das könnte für diese Person die richtige Lösung sein, um abzunehmen. Also das wäre sehr hilfreich, denke ich. Und noch etwas. Wenn Sie Rat brauchen oder wenn Sie eine gute Idee haben, dann melden Sie sich doch ganz einfach hier auf YouTube bei mir. Denn gemeinsam erreicht man immer mehr. Egal, ob Sie nur Ihre alte Plastikzahnbürste gegen eine ungiftige aus Holz und Naturborsten tauschen möchten und nicht wissen, wo man so etwas kaufen kann. Oder wenn Sie selbst eine geniale Idee haben, um einen Gebrauchsgegenstand aus Kunststoff durch einen aus Naturmaterialien zu ersetzen. Lassen Sie es mich und die anderen wissen. So, und ganz zum Schluss noch eine Sache. Wenn Sie mitmachen und diese Entgiftungskur mindestens 3 Monate durchziehen, sollten Sie einen Kommentar auf YouTube hinterlassen und sich auch über meine E-Mail-Adresse bei mir melden, denn dann möchte ich von Ihnen hören. Ich bin richtig gespannt auf Ihre persönlichen Erfahrungen mit dieser Methode, da ich mir gut vorstellen kann, dass sie auch bei Ihnen wirkt. Mit den 25 interessantesten Beiträgen zu diesem Thema plane ich, ein Filminterview fürs Fernsehen zu machen. Denn viele Menschen wollen hören, was sie erlebt haben und was sie zu sagen haben, glauben Sie mir. Also, haben Sie Lust drauf? Dann machen Sie doch einfach mit. Und ganz zum Schluss hier meine persönliche E-Mail. Und die lautet isabella della baviera@googlemail.com. Ich hoffe, Sie können das lesen. Isabella della Baviera in einem Wort @googlemail.com. Alle Daten übrigens, also das heißt Texte und Fotos, die Sie mir zusenden, werden von mir natürlich ganz selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Das garantiere ich Ihnen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen großen Erfolg, viel Spaß, ich drücke Ihnen die Daumen, machen Sie mit und schicken Sie mir einen Kommentar. Ich will von Ihnen hören, ich bin super neugierig. Good luck!